Okay, wir versuchen jetzt mit einem Audio-Interface, was eigentlich nur zwei Eingänge hat, eine Aufnahme von Gesang und Akkordeon zu machen, wobei das Akkordeon direkt hier vom Ausgang abgenommen werden soll. Dazu nehmen wir zuerst einmal die Version auf, wo wir das Akkordeon über MIDI aufzeichnen und uns akustisch an dem Akkordeon hier orientieren, um zu wissen, was wir begleiten. Schauen. Achso, dazu muss ich mein Aufnahmeprogramm natürlich starten. Nun schlaf schön, mein Kind, mein Jüngelekleins, die Äuglich deine Macht zu. Die Mame wird keifen, a Ferla scheins, noch schlaf je mei, jul, jul, jul. Die Mame wird keifen, a Ferla scheins, nur schlaf je mei, jul, jul, jul. Jetzt haben wir die Aufnahme vorliegen und haben aufgenommen einen MIDI-Track und einen Mikrofontrack. Jetzt wird gleich die Aufnahmequalität schlechter, weil, ach so. So. Jetzt gehe ich hin und spiele einmal zurück. Jetzt werden die Mikrofonaufnahme wird abgestellt, ebenso die MIDI-Aufnahme. Die MIDI-Aufnahme wollen wir gleich abspielen. So, dann hoffen wir, dass das auch mit dem Abspielen funktioniert. Das ist die Aufnahme. Abspielen dürfte dann hoffentlich hier sein. Dann verbinden wir, dann müssen wir das einmal umstellen hier. Wir machen jetzt hier die MIDI auf Ausgabe. Wir nehmen das Akkordeon, benutzen. Ich schalte jetzt hier die Mikrofone ab. Wir nehmen das Akkordeon als Soundquelle. Jetzt mache ich einmal einen Akustikcheck, ob die Lautstärke auch ungefähr. Das scheint ungefähr hinzukommen. Vielleicht drehen wir es etwas leiser. Dann schauen wir mal, was passiert.
ich jetzt hier das Audio anstelle und etwas spiele, ja, da kommt auch was, dann versuchen wir jetzt den MIDI-Track hier einzustellen. Ich muss dem Akkordeon extra sagen, dass es jetzt über MIDI funktionieren soll. Und dann schauen wir, was passiert. Schlaf, schein, mein Kind, mein Jüngelkleins, die Äuglich deine Macht zu. Die Mame wird Käufer, la Ferla Schens, na schlaf, Genei. Das ist dann unser Audio-Track und den können wir jetzt gleich abmischen und schauen, was dabei für ein Ergebnis rauskommt. Das führe ich dann jetzt nicht hier bei der Aufnahme vor, sondern das ist halt Kleinarbeit und man muss das hinterher auch noch mit dem Video kombinieren. Dann zeigen wir gleich. Ja, und das Ergebnis habt ihr ja eigentlich schon gesehen. Das war's dann.